Nicht ganz so wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde, aber entfernt ähnlich verhält es sich bei vielen Musikern in Bremen. Tagsüber gehen sie in Jeans und T-Shirt, Arbeitsoverall oder im Anzug ihrer Arbeit nach. Doch wenn es dunkel wird, dann erwachen sie zum Musikerleben. Dann kommen dunkle Sonnenbrillen auf die Nasen, die Lederhosen und die Lederwesten aus dem Schrank und die E-Gitarre an den Verstärker. Eine echte Verwandlung. Also so wie zum Beispiel bei den Flying Soul Toasters. Markus Daschner über Tag- und Nachtleben einer Band, die sich übrigens einst in einem Bremer China-Restaurant gründete. Es ist immer wie eine kleine Verwandlung, wenn aus gestandenen Handwerkern, Wirten, Informatikern oder Studenten auf der Bühne die Flying Soul Toasters werden. An diesem Abend ist die Bühne in Ritterhude angerichtet. Die Toasters bitten zum Schwitzen. Man geht einfach mit einem guten Gefühl nach Hause und kann sagen, ja, das war ein schöner Abend, die Leute waren begeistert, wir waren begeistert. Es macht uns einfach so viel Spaß, die Musik zu machen. Und ich glaube, dass wir das auch gut rüberbringen können. Wenn doch wenigstens mal jemand anderes die Sachen auf die Bühne schleppen könnte. Aber so ist es eben. Selbst ist der Musiker im fröhlichen Amateurstatus. Harpspieler und Sänger Thorsten Novi zum Beispiel ist Krankenpfleger im Hauptberuf. Also als ich noch jünger war, da war schon noch die Idee, das beruflich machen zu können. Zumindest, dass es mehr einnimmt als jetzt. Und mit der Zeit hat man da halt seine Hörner verloren, sag ich mal. Und hat sich damit abgefunden, dass es halt auf einem gewissen Niveau bleibt. Wobei ich muss sagen, mit dieser Band jetzt haben wir ein Niveau erreicht, wo ich total mit zufrieden bin. Und ja, wir machen gute Konzerte regelmäßig. Was will man mehr? Seit 14 Jahren sind die Toasters unterwegs, da sitzt jeder Griff. Zuletzt muss dann immer noch das große Logo aus dem Futteral befreit und aufgehängt werden. Zu 10 sind sie. Eine Patchwork-Band mit ganz unterschiedlichen Leuten, aber klarer Vorliebe für Soul. Gründungsmitglied und Bassist Ronald Sadowski, hauptberuflich Klempnermeister, tauscht dafür nur allzu gern seinen blauen Arbeitsanzug gegen den kleinen schwarzen. Wenn wir denn dann fertig sind, können wir vielleicht. Also, was mich angeht, als Bassisten ist das natürlich auch die Musik, eben, die sehr viel Spaß macht, weil es eben sehr rhythmisch ist. Das hat mich halt schon früher immer fasziniert. Man steht zwar nicht unmittelbar immer im Vordergrund, aber es ist halt ja, diese tiefen Töne zwischen Rhythmus und Harmonie, das Instrument zu bedienen, das ist schon, ja, macht sehr viel Spaß, finde ich gut. Es ist nicht immer leicht, die bunte Truppe von Musikerinnen und Musikern so rund jedes zweite Wochenende zusammenzutrommeln. Termine. Da hilft es, dass die Toasters viele Positionen doppelt besetzt haben. Im Sound hebt sich die Band vor allem durch ihre Bläser ab. Der Anspruch, die Musik soll gut sein. Und dafür ist das Maß der Dinge das Publikum. Erst wenn die Show vorbei ist, verwandeln sich die Toasters wieder zurück. Im Prinzip habe ich die Richtung schon so eingeschlagen, eben Klempner hauptberuflich zu machen und als Ausgleich und eben sehr ernst genommenes Hobby eben die Musik. Wenn das Routinearbeiten sind, dann schweifen die Gedanken manchmal ein bisschen ab. Ja, und da denkt man schon an den nächsten Auftritt. Wir brauchen Ronald Sadowski! Das ist so eine Art Symbiose. Macht es dem Publikum Spaß, haben die Musiker Spaß und ja, wechselseitig. Wechselseitig haben Publikum und Band an diesem Abend geschlagene 4 Stunden Spaß mit Soul und Blues aus den 60er Jahren. Und auch wenn es gerade so aussieht, so ganz weit weg ist das andere Leben in diesem Augenblick auch nicht. Manchmal hat man das ja, dass man gewisse Bilder einfach nicht vergessen kann nach einem schönen Konzert, dass man die einfach immer noch hier im Kopf hat oder Schicksale, die einen hier auch betreffen, dass man da einfach nicht immer abschalten kann. Und, aber die Musik hilft schon sehr viel, also dass man da auch einfach sich befreien kann von den ganzen schweren Lasten, die man auch mit sich tragen muss. Das stimmt schon. Ja. Open-Air-Saison dieses Jahres ist mit dem Auftritt in Ritterhude beendet. Wenn Sie Lust auf echten Bremer Toast haben, müssten Sie sich zur Freimarktszeit mal ins Riverboot begeben.
Da werden sich die 10 wieder verwandeln in die Flying Soul Toasters. Ist ja auch nicht mehr so lang hin bis zum Freimarkt. Wir Großen haben ja eine Vorbildfunktion für die Kleinen. Da geht es nicht nur um das richtige Verhalten in der Gesellschaft. Die Vorbildfunktion reicht bis